Boateng. Shaqiri, Alaba und Ribéry. Zumeist läuft es über die linke Seite beim FC Bayern. Ribéry, gute Flanke jetzt und das 0:1. Und durch wen? Durch den etatmäßigen Kapitän, durch Philipp Lahm, der heute seine Binde an Toni Kroos weitergegeben hat, wegen dessen Rostocker Vergangenheit. Ja, das erste Mal haben sie Ribéry nicht im Griff. Jakobs nicht nah genug an ihn dran. Und dann ist auch Lahm alleingelassen von Starke. Den haben sie da wahrscheinlich so weit vorne erwartet. Und da wird Brinkis auch noch getunnelt. Ein bisschen unglücklich, aber da ist ihm kein Vorwurf zu machen. Also nach knapp 20 Minuten, also doch das 0:1. Nach einer OP nicht alle Einheiten mitgemacht, aber er ist eine feste Größe im Konzept von Andreas Bergmann. Ribéry, guter Schuss, trocken. Und damit hat Johannes Brinkis nicht gerechnet, dass der Franzose da so kurz entschlossen abzieht. Sieht da natürlich nicht so gut aus. Pizarro legt ab. Ja, natürlich sieht er den Ball spät, aber wenn er da unten ist, dann darf er ihn natürlich auch halten. Ich würde da nicht von Torwartfehler sprechen. Aber er sieht halt nicht besonders gut aus. Franck Ribéry. Mit dem 2:0, das sechste Testspiel. Shaqiri. Nochmal Shaqiri, jetzt aber Mandzukic ziemlich allein gelassen. Müller und klasse Treffer des WM-Torschützenkönigs aus Südafrika. Ich glaube, den unterschätzt keiner mehr. Das haben sie lange genug gemacht. Aber Thomas Müller ist wirklich ein Riesenspieler. Der ja auch eine eigene Homepage hat mit der Adresse Es Müllert weiter oder Es Müllert wieder, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und hier haben wir es gesehen. Daran hätte auch Gerd Müller seine Freude. An so einem Treffer. Stark gemacht, keine Chance für Jörg Hahnel im Tor des FC Hansa. Als zum Ende der vergangenen Saison, als man sogar das Landespokalfinale gegen Neustrelitz verlor. Hahnel im ersten Versuch, aber im zweiten ist Mandzukic dann doch da. Und erzielt tatsächlich das 4:0, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Aber der Treffer zählt. Robin mit einer interessanten Variante. Heubjerg. Hahnel wirkt da ein bisschen überrascht und dann ist Mandzukic da. Kucukovic schaltet zu spät. Also auch was die Torwartfrage beim FC Hansa betrifft, wird es weiter schwierig für Andreas Bergmann. Hahnel auch hier die Sicht genommen, ähnlich wie Brinkis vorhin beim zweiten Treffer. Trifft ihn da nicht wirklich eine Schuld, aber natürlich sieht es immer nicht besonders gut aus. Beide. Ja, Toni Kroos ist hier. Haben Sie es sich etwas leichter vorgestellt in Ihrer alten Heimat? Ja, was heißt leichter? Das ist immer klar. Dass, der Rostock, die fangen, glaube ich, nächste Woche an mit dem Punktspielen. Und das ist klar, dass sie vom Fitnessstand vielleicht dick weiter sind als wir. Wir kommen jetzt gerade aus dem Trainingslager, fahren heute nach 10 Tagen dann heim. Und das merkt man natürlich immer ein bisschen. Trotzdem haben wir es, denke ich, ordentlich gemacht und auch an der Höhe verdient gewonnen. Auch hier reden natürlich alle über den neuen Trainer, über Pep Guardiola. Hat er denn jetzt so eine ganz andere Idee von Fußball als alle anderen Trainer? Na, ich denke, dass jeder Trainer seine eigene Idee hat irgendwo und die versucht er uns noch mal ein Stück beizubringen. Ich glaube, dass er schon eine sehr, sehr gute Mannschaft hervorfindet, die Jupp Heynckes ihm übergeben hat. Und er versucht einmal noch seine eigene Handschrift, seine eigene Idee vom Fußball da mit reinzubringen. Und das wird noch ein bisschen brauchen, aber ich denke, man sieht es in Ansätzen schon. Vielen Dank und mehr dann jetzt bei uns im Studio mit Pep Guardiola. Ja, vielen Dank, liebe Inka. Pep Guardiola, herzlich willkommen erstmal. Sie haben mir gerade gesagt, dass wir das Interview auf Deutsch machen können. Wie machen Sie das eigentlich im Training? Sprechen Sie mit den Spielern auf Deutsch, auf Englisch? Ist das eine Mischung? Und wie gut kommt man miteinander klar? Wie gut versteht man sich?
weil es ist nicht einfach für mich, wenn ich Zeit habe, ich benutze Deutsch, weil man normalerweise in der Halbzeit keine Zeit. Ich benutze mehr Englische. Okay. Und wie viel Zeit haben Sie im Moment, jetzt wo die Vorbereitung läuft, überhaupt noch Deutsch weiter zu lernen? Sie waren ja so fleißig in New York. Haben Sie dafür jetzt überhaupt noch Zeit? Mein Deutsch ist nochmal. Sehr gut. Vielen Dank. Es ist nochmal für nur 5-6 Monate. Seit Dezember habe ich mein Deutsch habe gelernt, aber ich brauche mehr Zeit. So, es ist nicht genug. Ich hoffe, in der nächsten Periode, in den nächsten Monaten, ein bisschen verbessern. Es wird immer besser. Ja. Wir haben unseren Zuschauern vorhin schon erzählt, Sie waren schon mal hier. Das ist 22 Jahre her. Können Sie sich da noch dran erinnern mit dem FC? Du bist der. Tut mir leid. Sie sind schon mal hier gewesen in Rostock vor 22 ja. Jahren. Erinnern Sie sich ja, noch? Ja, ja. Das ist wahr. Es war mein erstes offizielles Spiel, ja. Also Champions League, internationales Spiel in Champions League. Ich erinnere mich, wir haben gewonnen, 2-0 im Heimspiel. Ja. Aber hier, wir haben verloren. Ja. Weil das Stadion ist neu. Ich erinnere mich, die alte Stadion. Wir haben das gerade noch mal gesehen. Das kann man hier ganz schlecht erkennen. Wir haben das unseren Zuschauern jedenfalls gezeigt. Sehr gut. Pep Guardiola, Sie haben ein paar Sachen verändert, ein paar Sachen modifiziert im System der Bayern. Haben Sie das Gefühl, dass die Spieler mitziehen, dass die Spieler Sie unterstützen bei dem, was Sie vorhaben? Sie sind intelligente Spieler. So. Sie haben drei Finale, 4 Jahre Champions League bekommen. So. Das ist der Grund. Aber die letzten 2 Freundschaftsspiele, wir ein bisschen mehr, keine Schritt nach vorne zu machen. Und unsere erste Halbzeit, wir haben gut gespielt. Mhm. Die zweite Halbzeit nicht so gut als die erste Halbzeit, was ist normal. So, wir haben gestern gespielt und wir auch weiter haben gemacht. Aber nun, so kommen nach München in den nächsten Wochen. Wir können auch weiter so vorbereiten. Der erste Finale gegen BVB und der Anfang der Bundesliga. Wie sehr freuen Sie sich auf die Bundesliga? Letzte Frage an Sie. Wie groß ist die Vorfreude? Ich habe die dritte Division und ein unglaubliches Stadium, eine unglaubliche Atmosphäre. So sauer, immer voll. So für uns, für die Professionellen, nicht nur für die Fußballspieler, sondern auch für den Stab, von den neuen People. Die neuen Leute kamen hier nach München, ist ein Traum. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Wir müssen Schluss machen. Sagen vielen Dank, Pep Guardiola, für das Interview. Vielen Dank. Alles Gute für die Bundesliga. Bis bald, Pep Guardiola. Liebe Zuschauer, das war's hier aus Rostock. Bei uns gibt es natürlich